3-Dings bauen könnte. Den hat man mal irgendwo gelootet. Alright, thanks for help. Gut, dann kann ich ja hier noch schnell looten. Ja, genau, das mach ich auch. Ich brauche bessere Dingens, Alter. Bessere Brustpanzerung. In der zweiten Base ist da nix. Besser ich habe einen Raketenwerfer gefunden. Halt's Maul, als ob. Ja. Ja, ich habe auch schon zwei. Oh, oder habe ich das? Was? Ja, ich habe auch schon zwei. 350 Schaden. Holy shit. Jetzt brauchen wir nur Raketenmuni. Eigentlich. Warum wir haben doch schon eine, haben wir doch schon. Ja, aber damit kriege ich mir ja keine Base auf ganz. Dann bauen wir noch ein paar. Achso, wir müssen ja noch erforschen. Also 80% Projektilreduzierung. Holy moly. Schutz? Alter, what the fuck? Alter, diese Panzerung ist ja der Oberknaller. Alter, dann könnten wir in die fette Base eigentlich rein und sprengen auch. Wenn wir noch C4 hätten. Oder ist halt wieder die Frage, wie viele Türen sie haben. Wir müssen erstmal die Mauer aufmachen. Erstmal ganz ruhig hier. Die Mauer ist schon offen irgendwie. Wo ich vorhin da war. Vielleicht haben Warum? Sie jetzt. Keine Ahnung. Die Mauer war einfach vorhin offen. Ach, dieser schöne Kampfhubschrauber. Okay. Schau, das ist besser. Basti? Und ich hab. Ha? Nimmst du deine Waffe mit? Soll ich? Also ich könnte mal zurücklaufen und meine Waffe holen. Ich habe 23 hochwertiges Metall aus der Truhe bekommen. Das ja, man kann auf jeden Fall entspannter fahren, wenn man zu zweit wird. Also ich bin jetzt arsch langsam, aber dafür halt gepanzert wie sonst was. Oh. Ich habe einen Schalldämpfer drauf und ich habe ein Visier drauf. Let's go. Kiste. Wir können noch eine Thompson machen. Ist so gut. Strahlenanzug. Nochmal 24 hochwertiges Metall, Alter. What the fuck? Das ist ja hier echt der Shit, diese kleinen viereckigen Dinger. Also eigentlich würde ich jetzt tatsächlich sogar mal testen, wie gut die Rüstung ist. Aber ich glaube, ich will jetzt schon wieder zu viel. Raketenwerfer. Nee, ja, ganz bestimmt, Alter. Ich komm gleich zurück. Gleich aber erst, dann hole ich die Waffe und dann schieße ich, mach eine Kugel in deinen Kopf. Mal gucken, wie viel Schaden du bekommst. Mach gleich. Oh, die Scheiße war ja noch gar nicht fertig. Ich hab ein Auto-Turret gefunden. Nimm mit! Bist du bei uns in der Base, Basti? Ich bin gerade bei der Kugel. Warte, ich die Fässer aufmachen. Und keiner ist da von uns. Steppt wohl jemand? Ich frag mal. Ich hab Hunger. Ich hab gedacht, das steppen schon wieder Leute um. Ja, du, also sollst du rankommen, ganz ehrlich. Er kann auch gleich testen, muss ich nicht kommen. Ja, alleine gegen alle, Alter. Also Raketenwerfer macht 3. Soll ich jetzt dann doch die Werkbank 2 weiter die Panzerung machen, weil ich stehe ja kurz davor, glaube ich. Könnten wir machen. Damit wir uns voll Panzerung machen können. Ja. Dann können wir ja wirklich, wenn wir denn zum Sprengen haben, Schusswaffen und die Panzerung, dann könnten wir ja gar nicht verlieren. Nicht mehr ins Loch fallen, weil ich gehe jetzt wieder zurück. Nicht mehr ins Loch fallen. Ja, Domschiff ist halt einfach Domschiff.
Wäre ja auch nicht dumm, Shift. Stimmt. Wir haben nichts mehr zu essen, das ist... Kartoffeln werden draußen angepflanzt mal wieder. Die wachsen und gedeihen schon. Ja, aber zu langsam. Alter, jetzt habe ich irgendwie Bock mit diesen Raketenwürfer zu schießen. Ich weiß auch nicht warum. Du weißt nicht warum, ich schon. Warum? Kabum, kabum, kabum. Spaß machen. Ja. Also bist du jetzt schon am Farmen, Basti? Für was? Ich weiß nicht, wo bist du jetzt nochmal? Ich farm alles gerade. Ach so, du bist schon am Farm. Ja, aber komm jetzt zurück. Weil, na, wegen Waffe und so. Ach so. Bei der Kugel war ja nicht viel, da bin ich glaube ich mehr oder weniger durch. 48 Metallschrott, ein paar Sachen, die man links könnte. Alter, wie viel hier an Fallen stehen, Alter, ist ja also... Mama mia. Die sollen sich nochmal nachts neben das Haus stellen, Alter. Hast du das gehört, Basti? Was denn? Nix gehört? Nein, was denn? Okay, der Schalldämpfer ist echt nice. Holy shit. Achso, du hast geschossen, ja, alles klar. Ich hab echt nichts gehört. Warst du neben mir oder was? Quasi, ja. Weniger Schaden, aber in der Nacht ist es halt. Schieß mal jetzt nochmal. Hast du geschossen? Ja. Ich hab gar nichts gehört. Nice. So, und jetzt nochmal aus der Entfernung. Ein Schuss. Ja, jetzt habe ich es ganz leicht gehört. Aber wo ich da stand, habe ich es nicht gehört. Jetzt sollen sich noch mal einmal in unsere Base trauen, Alter. Also das hat man gehört. Jetzt sind wir vorbereitet. Nee, noch nicht. Also aber ich habe 200 sind... Munition, also gönnen. Was? Du hast so viel? Ich habe nicht so viel auf meiner Waffe. Ja, Benny kann dir auch gleich noch eine Thompson machen. Was? Was für eine Muni hast du für deine Waffe? Pistolen. Ja, das Gewehr hat halt andere. Ja. Aber ich noch ein SMG geholt hab. Außer Basti will keine. Was? So Thompson. Eine, wo ich und Ben ja. Kannst die Shotgun haben? Nee, ich will schon eine Fernkampfwaffe haben. So. Muss ich entschließen? Oh, hier habe ich nochmal Stein. Seile, große. Ja, wir haben so viele Anzüge auch. Diese Alter, wir haben 5-mal Schutzanzug hier drin. Ja. Gibt es irgendwie in letzter Zeit auch die Sachen? Der Raketenwerfer-Typ ist wieder da. Wieder Raketenwerfer-Typ. Benny, wie findest du? Schönes Ding. Ach, das so, du meintest dich. Oh. Na, so. Der Raketenwerfer-Typ. Hast du jetzt gedacht? Ich meine. Der Gegner dachte ich, ist jetzt da. Nee. Sorry, dass ich dich so in Schrecken eingejagt habe. Na, kein Ding, Alter, ist eh schlecht. Okay. Wie viel brauchst du eigentlich noch bis zu dieser Schutzanzug? Ich?
Ja. Die Werkbank 2 oben, ne? Ja. Blech, haben wir Blech überhaupt? Ja, hab ich. Ein bisschen. Ich weiß aber nicht wie viel. Aber doch, oh Gott, ich brauch noch ein bisschen mehr. Nimm dir die Glossplastin. Ich kann damit immer noch keinen, oder? Hm, doch, eins kann ich anlocken. So. Jetzt brauche ich nochmal 75 und danach kann ich die erst, muss ich nochmal 25 für jeweils. Also 200. Also wenn wir jetzt 75 machen und dann nochmal 125, kann ich das erste machen. Wir haben jetzt schon wieder über 100 hochwertiges Metall. Das ist gut. Jo, Bastio. Ja? Was geht denn so? Ich hab immer noch Hunger. Was ist denn nochmal Blech? Wie sieht es nochmal aus? Ich glaube, ihr habt das auch immer kaputt gemacht, ne? Ich hab den schon ja reingelegt gehabt. Ja, gut. Das, was ich jetzt eingelegt habe. Warte ja, mal. Aber ich habe alles aus der. Ich sag ja, alles aus der Scrap-Dingens habe ich gescrapt. Ach, das? Ja, okay. Ja. Kann man ja wiederholen. Dann heben wir halt jetzt erstmal das Blech auf. Dass wir alles so eine kranke Rüstung haben. Seid ihr draußen? Ja, ich hab immer noch Hunger. Ich hab noch genug, ich hab genug. Hey! Und doch nicht. Ne, nimm doch einfach 6-mal Menschenfleisch und danach trinke draußen. Menschenfleisch bringt nicht so viel. Ja, aber ein bisschen. Hat jetzt eigentlich noch jemand metallisch dort? Ich hab metallisch. Wie viel? Wo siehst du denn hier 6 mit Menschenfleisch? 450? 450? In der Kiste. Ja. Ich glaube, du kannst da forschen. Warum? Ja, 450 Metallstrotz. Was? Komm mal zu mir bitte, komm bitte zur Base. Doch, jetzt! Nö. Mama, ich will doch nicht nach Hause. Komm her. Nein! Bitte komm. Was willst du tun? Ich hab Knall. Können wir jetzt mal endlich mal ein bisschen was sammeln? Komm, ran. Ich bin Jäger und Sammler. Oder was willst du jetzt machen? Ich sammle gerade Blaubeeren. Ja, du sollst es so... Bring halt mit, dass du es nicht... Wenn Dommel hier ist, können wir kann ich die Dinger erforschen. Also, Jesus Christ. Danach können wir die bei uns bauen. Ich guck jetzt, wo Domschiff ist. Wenn der Wald weg ist, dann... Ja, er ist hinterm Schrottplatz. Ja, da geh ich den halt entgegen, dann geh ich alleine. Domme, bitte komm zu uns und nicht... Ich bin da auf dem Weg. Du läufst zum Banditenlager! Und dann stirbt er und weiß auch nicht, was es ist. Du darfst da keine Waffe in der Hand haben, sonst stirbst du instant. Ja. Das sind die Freunde von mir? Nein. Sobald du eine Waffe in der Hand hast, nicht. Mögen die mich? Nein. Sobald du eine Waffe in der Hand Domme, hast. Domme, geh da nicht rein, komm zu uns. Bitte. Ich sehe gleich, dass er tot ist. Boah, ich brauch ein Zielfernrohr, Alter. Das wäre geil. Ich glaub jetzt auch so dumm, Alter, ganz ehrlich. Ich muss dir Metallschrotz helfen. Scheiß, wenn ich sterbe, scheiß auf die Waffe, ich brauch den Metallschrotz. Was? Dann ist aber auch das Metallschrott weg. Nein. Das schmeiß ich, versteck ich irgendwo unterm Boden. Schießt einer von euch auf mich? Zuckerblatt. Basti läuft einfach direkt wieder in die Hütte rein. Hast du das? Ja. Mann! Ja, weiß ich nicht. Man hört nicht, aus welcher Richtung das kommt. Das ist gut, ne?
Ich dachte, was für ein beschissener Schütze, dass er nicht mal treffen tut, Alter. Was ist auf dem Schrottplatz so los? Aber was hast du gerade gesagt? Sagen, wie viel Leben hast du? 100. Da, also ich drück mal einen Schuss auf deinen Kopf, okay? Ja. Alles klar! Wie viel hast du bekommen? 60. Was? Okay. Okay, Headshot macht viel Damage, alles klar. Aber ich glaube, das liegt daran, weil du den Helm nicht hast. Also, dass du den Panzerungshelm nicht hast. Das ist der Panzerungshelm. Nein, es gibt noch einen anderen. Nein, du hast nur den einen, du hast nur einen Eimer. Was sie? Hast du was auf dem Kopf? Nein, ich würde mal leise sein. Doch, meins ist stärker als das, was du hast. Ja? Soll ich mal dir einen Headshot drücken? Wie gut ist dein Kopf? 20, 50. 50, 70. Schieß mal mehr. Warte mal. Ich möchte nicht sagen, aber ihr seid zwei Leute, die gerade darüber diskutieren, wessen Kopf besser ist. Während ihr euch Headshots verteilt. Hast du ernsthaft auf meinen Kopf geschossen? Hast du doch gesagt? Ich habe nur 30 Schaden bekommen. Wow, okay, das ist krass. Aber ich habe auch die Schalldämpfer drauf, ne? Also. Ja, gut, aber. Minus 30% Schaden halt. Aber nicht der Panzerung. Es ist zwar auch, es ist auch ein starker, aber es ist nicht der Panzerung. Ne? Alter, der Panzerungshelm, da wirst du, glaube ich, gar fast. Junge, ich bin lahmarschiger als eine Schnecke. Du bist halt im Prinzip, wenn du diese Sachen hast, bist du halt im Prinzip ein Juggernaut. Also man dich nicht down. Na, man kriegt einen sehr schlechten Down, aber man ist... für unterwegs, wenn wir non-fight sind, muss ich meinen Strahlanzug mitnehmen und wenn wir im Fight sind, dann schnell Rüstungswechsel. Na. Ja. Wo ist Domme jetzt? Oh, ich glaube, Domme ist jetzt gerade da. Ich bin mal kurz AFK. Ja, verpiss dich. Ja. Okay, dann... Sich ab. Ja, wenn ich auf jemanden zulaufe, der ist meistens mit, ne? Das ist Benny, glaube ich, den du siehst. Läuft jemand auf mich zu? Was? Da ist einer. Wen wird da geschickt? Wo ist da einer? Benny? Ja, im NPC mit dem Dingens. Boah. Oh, ich hab einen Headshot gedrückt. Hat sich's denn gelohnt? Oh, eine Spritze, das hat sich gelohnt. Ich fahr mir die ganzen Dinger ab. Mir ist kalt. Wieso müssen wir unsere Base eigentlich in der Winterzone bauen? Ich sehe doch gar nicht. Nein, unsere ist wirklich nicht in der Winterzone. Was hier? Ja. Er ist an uns vorbeigelaufen. Ich gar nicht. Ich? Nee, bin ich gar nicht. Ist das ein Otto, Alter, ganz ehrlich. Ich bin an euch, ihr seid nicht bei der Base, ich lauf nur auf die Base zu. Ihr Vögel. Dick hat gesagt, wir sind Vögel. Soll ich ihn mal umbringen? Ja, an dem Baum hier bin ich schon mal gestorben. Also ich hab ein paar Sachen zum Dingsten, ne, zum Recyceln. Oh, da ist eine Kiste, Hitler. So, der nass. Ich wäre jetzt nochmal zum Dings gerannt, wegen Recycling. Alter. Boah, Dom ist jetzt schon da. Das ist sein Ernst. Was hast du denn? Wieso sind hier so viele Stacheln auf dem Boden? Oh, Gottes Willen, ist das ein Vollhorst. Basti sagt sogar noch, passt auf, da sind so viele Stacheln. Er läuft rein. Ich hab Samen. Ah, das hört man von hier so, weißt du? Mit Schalldämpfer. Boah, ich brauche eine Sniper mit einem Schalldämpfer. Eine Sniper mit einer Schalldämpfer, Leute. Wie viele Raketenmuni haben wir? Eine. Warum? Das ist wenig.